selbst dann die Versicherungsmenschen und so können weiter ihr Brot holen, wobei die überhaupt nichts dazu tun. Du wirst irgendwann einmal merken, die Gier ist es. Es ist einfach die Gier, weil die nicht wissen, auf welchem Mars sie eigentlich stehen. Das ist das Einzige, ist immer die Gier. Und das ist das Schöne hier, dass es keine Lösungen gibt. Alles, was du versuchst an Lösung für die Traumwelt, die du dir ausdenkst, sage ich dir gleich, das gibt keine. Und es kommt immer mehr, egal wo du was aufreißt, weil das Gesetz der Wellen existiert. Und das ist immer wieder, dass jede Form von Sparen, wenn die reden, in dem Gesamtsystem ein so ein unendlicher Schwachsinn ist. Ich mache immer gern, wenn jetzt wie die Kasernen geschlossen worden sind, wenn die sagen, wir machen jetzt einmal die Bundeswehr weg. Da spart ja die Bundesregierung unheimlich viel Geld. Der Steuerzahler, wir sind ja die Bundesregierung, was die in dem Moment natürlich nicht glaubert, dass von heute auf morgen, was schon bei Kasernenschließungen der Fall ist, dass hier ein Umfeld die Kaufkraft so zusammenbricht, dass also die ganze Infrastruktur wegreißen wird und dass, wenn du jetzt sagst, wir sparen jetzt das, was die Bundeswehr ist, das ist immer ein absolutes Blödsinn, weil im selben Moment hätten wir jetzt ja zusätzlich noch nicht nur diese Arbeitslosen von der Bundeswehr, sondern die Kaufkraft, die Infrastruktur, die Zulieferindustrie. Das Thema war ja bei der Autoindustrie, wie das jetzt gestockt hat, dass es viel mehr wie bei der eigentlichen Autoindustrie bei den Zulieferern gekracht hat, im Kleinen. Da ist ja viel mehr weggebrochen wie bei der eigentlichen Autoindustrie. Ne? Es ist alles, du wirst merken, es ist so komplex, was du einen Ansatz kriegst, wenn du diese primitiven Siedlerspiele-Simulationen einmal genauer spielst. Gibt es auch verschiedene Stufen, aber wenn du die richtig spielst, dass ich wieder sage, hier nicht den Hochschach ist ganz toll und das ist Kinderkacke, dann tu dich einmal reinsteigen, dann lernst du nämlich komplexer zu denken. Wie das alles, weil du, wenn du Steuerschrauben veränderst, wenn du die Steuer hochmachst, verdienst du momentan schnell. Das Problem ist, dass das Programm sofort welche auswandern. Und ihre Kapital, das ist alles programmiert. Das ist, du machst hier, oh, jetzt kommt viel rein, aber so sinkt deine Bevölkerungszahl, damit natürlich die Steuern einnahmen, weil du weniger Bevölkerung hast. Und du musst da so eine Waage, ein Feingefühl haben. Wie lange dauert das, bis man überhaupt so ein bisschen da reinkommt? Oder? Du, das ist ganz einfach. Pass auf, das Spiel ist, dass da mal diese Spiele sind, was jeder Spieler hat. Und da muss man dann wieder jetzt die kritisieren. Jetzt nicht von Dummheit, das ist ein gnadenloser Zeitfresser. Also wenn du prinzipiell jetzt anfängst, das klingt so kompliziert, du holst dir das Spiel letztes auf dem Computer auf und dann ist jetzt, wenn man jetzt je nachdem, was du spielen willst, aber jetzt wenn du solche Simulationen machen kannst, da gibt es zwei Hauptdinger, das ist einmal Siedler, das sind da Wuseln, die so schön, und das andere ist diese 1701 Serie, was kann ich, oder 1704, Anno, die Anno Serie, genau so ist es. Das ist also, würde ich jetzt bevorzugen, ich kenne beide. Und das neueste Anno geht bloß noch mit Internetfreischaltung, also das Vorgänger ist schon schön. Und der kostet jetzt mittlerweile gar nichts mehr, weil es ja schon eine neuere Version gibt. Und wenn du das drauf spielst, gibt es für Bob Pfennig, dann hast du. Du brauchst nur einen PC dazu wahrscheinlich. Nein, das, der Anno, das ältere, das neue schon, aber das ältere, ja, also das bei meinen läuft es. Okay. Also ich, das ist noch, was nicht, so alt wird ihr dann nicht sein. Und wenn du das Anno aufspielst, dann ist das dann mal, wie gesagt, das Einstadtspiel, das du dürle mit einer Geschichte, mit Musik, dass du hier innerhalb, das ist schon ein Spiel, da, wenn du das lernst. Das heißt, die zeigen dir in der ersten Szene, das Schiff kommt, da wird der Sprecher im Hintergrund, wunderschöne Musik, sogar mit einem Sinfonieorchester aufgenommen, das ist wie wenn du einen Piratenfilm dir anschaust und wie du dann hier das erste, wie du das setzen kannst, wie das mit dem Geld geht und dann baut es auf. Und das ist das Einstiegsspiel, würde ich einmal sagen. Das waren so 4-5 Stunden. Wenn dich magst, ist es schon. Da hast du aber noch nicht richtig zum Spielen angefangen. Nee, das meine ich. Also irgendwo so dieses Gefühl. Und das ist, das muss, wenn du, wenn es dir Spaß macht, hast du kein Problem damit, das schaltest du im Fernsehen nochmal ein. Ich kann da nur sagen, also wenn Jan und Ariane bei mir waren, ist ja schon länger her, also wo wir das gespielt haben, da sitzt du oft, dann ist morgens, du schaust, du spielst, du pass auf, du fängst nachmittags um 4 Uhr zum Spielen und dann spielst du 2 Stunden, schaust auf die Uhr und dann ist morgens um 3 Uhr. Mhm. Und du sagst, der spiel ich jetzt. Dass du merkst, wieder die Zeit. Es ist ein Zeitfresser. Es ist ein. Kennst du auch, hast du schon mal angeschaut? Anno? Stimmt oder stimmt? Du hast gut erklärt. Ist eine Zeit. Weil du so aufgehst, ist ja total. Aber die Animation ist doch. Was hast du denn für ein Skript? Schon neues, oder? Nee, das alte noch, als Liliane damals auch mit anfing. Ja, na, die sind, weil die Grafiken, heute die neuen Grafiken, also das, der Vorgänger schon. Mit die Krabben, du kannst stundenlang, ich hab die Donis sagt, holt euch bloß und schaut euch die Inseln an. Weil es verschiedene, dann Völker gibt es dann das, immer mehr Zusätze, dann kannst du Inseln selber bestücken und dann musst du ja nachsuchen noch. Das sind dann immer so vernebelte Flecken und du musst ja dann, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, die schreien nach irgendwie, die sind ja ganz, die wollen zum Beispiel irgendwas Süßes, Pralinen, und bei dir gibt es keine Bienen auf der Insel. Dann fährst du, und wenn du dann fährst, das ist einfach so neblig,
Und umso weiter du fährst bei das dann und dann findest du wieder eine Insel. Und dann kann natürlich sein, dass da schon irgendwelche drauf sind. Weil ja andere Staaten ja auch noch rumsuchen. Und dann hast du eine Königin. Und das ist natürlich auch wieder beim Jan, dieser Schweinehund. Du kriegst das Kredit, du bist ein Unterdorn. Und dann wird die natürlich, wenn du dann gut am Kredit ist, ganz gut, bis du dann was aufgebaut hast und dann kommt sie und presst dich mit der Steuer. Das ist immer wieder hinrum und dann kommt wie unsere Banden, wie die Kralle. Und der Jan, da muss ich sagen, Respekt würde ich nie machen, der hat sich zuerst um die gar nicht geschissen, hat seine Armee aufgebaut und hat sie voll seine Königin, seine Geldgeberin angegriffen und die hat verloren. Und dann hat sie ihm Freiheitsstatus begnadet, weißt du, so, ich bin eher Mund, aber dass er sie weiterhin so als Schattenmarottenkönigin weiterleben lässt. Das sind ja ganz verstrickte Geschichten im Hintergrund, die animiert werden, wo dann eine sprechen. Und das ist wirklich so süß gemacht, ich benutze das Wort süß, diese Insel. Es ist mit einer Detailgestaltung, weil es ist wirklich eine Kinderkacke. Es ist zwar wie zeichentrick, aber sowas von toll und dann eine ganz schöne Simulation im Hintergrund. Ja, und wie spiele ich da mit so einem Joystick? Oder mit das geht mit der Tastatur. Geht mit der Tastatur und der Maus, ganz normal. Also. Du brauchst keinen Joystick, also keine Spiele. Nein, das kann man zwar, solche Spiele, Autorennen, brauchst du das auf jeden Fall, aber das wird nur mit der Tastatur gespielt und mit der Maus. Mhm. Also das ist ja kein Reaktions, wo du irgendwie, du hast zwar deine Schiffchen, du klickst du meinetwegen an, wenn du jetzt den losfahren lässt, dann klickst du da her und dann fährt er da hin. Dann ankert der und dann machst du, es geht nur mit der Maus normal und dann sagst du, ich will jetzt, dass da Holzhütte gebaut wird. Muss natürlich, wenn auf das, es macht keinen Sinn, die Fischerhütte irgendwo ins Land zu setzen, die setze ich natürlich irgendwo, wo man... Ja, ich lasse nämlich mal was über YouTube geschickt und da habe ich gedacht, da konnte man sich da mal so ein bisschen einklinken und dann sollte man sich aber den Vorreiter ansehen und sich das mal anhören, bevor man... Da habe ich ja ein paar Spiele, wenn so Vorspiele gebracht. Da habe ich gedacht, oh ja. Da ist übrigens der Trailer von Anno, habe ich schon mal geschickt früher. Die Insel, die man ich gesagt, du bist jetzt hier der Große und kannst die Insel bevölkern. Da habe ich nur gedacht, du weißt immer, du weißt ja gar nicht, du bist so ein kleines Nein, Lichtlein. Und Elisabeth, wenn das ist siehst. Diese immer wieder, du schau einfach in dich rein, wenn du neugierig bist. Ich spreche jetzt an und ich sage nicht, dass du das wissen musst. Das Erste ist, hab die Demo, dass es unendlich viele Wissensgebiete gibt, wo jedes für sich, wenn du dich interessierst, hochinteressant wird und sich umso mehr du reingehst, auffächert im Wissen wird immer mehr. Umso mehr du dich auf was konzentrierst, geht es immer wieder auf. Dieses Prinzip musst du begreifen. Und das, wenn ich die Spiele nehme, weil es eben ganz, das ist der Vorteil davon, eigentlich im Kleinen schon zeigt, wie Computersimulation eigentlich nichts anderes ist wie die Welt. Mhm. Und jetzt, dass du eigentlich erkennst, man sagt ja, man simuliert mit Computer die Welt und ich sagte, deine Welt ist eine Matrix, die auf Sprache aufbaut, was ich dir immer mehr zeige. Das Grundprinzip ist das Gleiche. Und jetzt, was die Spiele anbelangt, wenn du neugierig wirst, dann mach das im ganz im Kleinen und das ist kein großes, also jetzt nicht das Neueste, du musst eh was innen, aber jetzt das 17.4, glaube ich, war das auch noch. Das ist das Vorgänger, wenn die 9 Komma sind, die Vorgänger ja sofort unheimlich auf 10 Euro oder was reduziert. Also das tut nicht weh. Dann holst du das Spiel für 10 Euro. Mhm. Du kannst dir das auch ausleihen bei der Jakobs. Da musst halt einmal 4 Wochen die ganzen Spiele, habe ich dir mal gesagt, die verleihen kannst, die Spiele ausleihen, das oder in einer guten Videothek. Dann kosten die aktuellen Kosten 5 Euro zum Ausleihen für die Woche. Aber das ist bis die Versandkosten, du magst bei einem Spiel, kannst du dann eh vergessen, aber interessant für einen, wenn man Spiele ausprobieren will, dann muss ich die nicht für 60 oder 100 Euro kaufen. Nee, das muss man dann nicht. Aber da jetzt solche Zweitklasse-Spiele, dieses Anno, 10 Euro vielleicht kostet, schätze ich jetzt einmal, dann holst du dir das, spielst du dir das auf dem Computer und dann fängst du einfach einmal an. Aber das Erste, es ist wie mit allen Sachen, solche, du solltest mindestens 4-5 Stunden schon den Elan haben, es gibt viel zu lernen. Bis das Spiel eigentlich losgeht. Aber es ist ein Open-End-Spiel. Das heißt, es ist nicht wie Schach oder was, dass du sagst, es ist nach so und so vielen Stunden. Abenteuer-Games heißt es ja, hat bloß eine Spielzeit von 40 Stunden. Für den Preis ist das lächerlich, viel zu kurz, wo man Länder erkunden muss. Da sagen jetzt gute Spieler, das ist nach 20 Stunden schon durchgespielt. Dann ist eben nichts mehr Neues, wenn du Aufgaben lösen musst. Und das ist durch diese Simulation von Aufbauen. Du kannst ja immer wieder neue Inseln bevölkern und immer wieder neue Spielsituationen. Das Grundprinzip bleibt gleich. Es sind die Open End. Das heißt, die kannst du eigentlich ewig spielen, wenn es dir irgendwann einmal bis auf den Keks geht. Ja, ja. Und es ist immer wieder, das ist immer die Spannung. Das wird nicht langweilig. So lang, wie wenn jetzt einer sagt, Schach wird nicht langweilig. Also das ist primitiv. Das langweilt mich nach 5 Minuten Schach.
weil es so leicht so durchschaubar ist. Und das sind halt, gewinnen zu wollen, mir zu beweisen, wie hoch ich hochrechnen kann, ja, das ist immer wieder die Falle. Das ist einfach nur, wie gesagt, Computerding. Das hat nichts zu tun mit Intelligenz. Das ist dasselbe in Grün, das ist wie mit den Rechenkünstlern. Weil das rein, was Lebewesen anbelangt, in der Regel absolut arme Menschen sind im Leben, wie Autisten. Und da ist es, dass du das einfach ausprobierst und dich hinsetzt und du musst am Anfang die Geduld haben, dass du einfach sagst, jetzt die ersten 3-4 Stunden, jetzt speziell bei der Anno-Serie, aber das ist so, ich wüsste jetzt keine Serie wie die Anno-Serie, also diese Vorjahresversion oder Vor-Zwei-Jahr-Version, ich wüsste keine, die liebevolle einführt, weil selbst das Lernen ist schon spielerisch, ist schon ja, Spiel. Das ist ja schon mal sehr hörtig. Also du musst hier nicht groß, du brauchst am Anfang, ist natürlich schon hilfreich, weil das sind viele Funktionen und wenn du immer sagst, in ein Handbuch blättern musst, und du musst wissen, wenn du nicht hast, das ist tödlich. Ja. Und das ist schon bedienerfreundlich gemacht, aber es ist trotzdem viel. Ja. Weil das ist bei Filmen, dass man hier im Klassischen, das Häusersetzen geht schnell, aber wenn du dann hier mal die Getreide-Themen hast, wenn das Prinzip raus hast, ist es eh logisch, aber es ist ja mit allen Sachen. Ja, ja. Wenn dir mal was logisch ist, nimm doch einfach mal, wie du das erste Mal an einem Computer gesessen bist. Wenn du jetzt einen, der keine Ahnung hat von einem Computer und erklär dir nur, wie er den einschaltet, wie er hochgeht auf Icon und irgendein Ding und wenn du, was für dich so schlafwandlerisch ist, wenn das einer überhaupt noch nie gehört hat. Und ich kann noch einen Schritt weiter gehen. Erinnere dich einmal, Klaus, wo ich das erste Mal mich hingesetzt habe und habe dir ein Aleph oder hebräische Zeichen hingezeichnet. Ja. An die Dornen in Almina. Jetzt brauche ich. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist wie Chinesisch. Das ist wie Chinesisch. Du siehst nichts. Was ich jetzt zum Beispiel bei der Liliane, das ist jetzt von mir eine, weil die Filme mit Zahlen immer macht. Und das ist eigentlich vollkommen unsinnig. Würde ich überhaupt nicht. Ich weiß, das am Anfang ist, dass die hebräischen Zeichen. Ihr solltet euch, kannst du das sagen, ist ein Tipp. Ihr solltet euch angewöhnen, dass ihr wirklich nur mit den Zeichen arbeitet, weil wenn du die siehst, die haben eine unheimliche magische Wirkung. Und da ist es also so, dass hier, wenn ich ein Aleph sehe, sehe ich ja eins und wenn ich ein B sehe, sehe ich ja zwei. Und wenn jetzt immer das in der anderen Reihenfolge die Ziffern ist, was sie gern macht, dann ist die ganze, diese Magie der Ziffern voll, dann hast du nur eine Zahlenreihe. Und ich kann euch sagen, wenn der Filter mit, übrigens der Toni, wo ich jetzt sage, der hat früher auch nur mit Zahlen, weil sie die nicht merken können, der sagt, jetzt sagt er zu mir, es ist genauso wie du sagst, das ist der, du kannst die Zahlen fast nochmal anschauen, wenn du mal eins geworden bist mit den Zeichen. Weil da ist jedes Zeichen für sich, das ist so unterschwellig, subliminal, hat so eine Tiefe und es ist halt der Lamed, ist er 30, nun ist er 50, wenn du monatelang damit gearbeitet hast, da musst du nicht mehr denken. Das ist einfach die Ziffern, das ist die Ziffern. Und wenn ich jetzt Adam hinschreibe, gut, das ist eine sehr offensichtliche Sache, und ich mache jetzt 1440, es ist dieses ADM mit den Enden, das sind so, da ist so viel Schwingt, so viel Symbolik mit, die du bei 40 einfach nicht ziehst oder bei 5. Am Anfang hatte ich so Schwierigkeiten, zum Beispiel Bet und Kaff auseinanderzuhalten, ja, Computer oder Resch und Dalek. Ne? Ich habe die besten Formen, selbst das, das löst sich, jetzt aber. Selbst das, wenn du lange genug das anschaust, und jetzt ist es ja, dass der kleine Udo, wenn er euch was schickt, müsst ihr euch zugeben, egal ob das Updates sind. Nicht, dass ich nicht wüsste, dass ihr nicht immer noch die wesentlichen Sachen, wiederhole ich ja tausende Male, dass ihr das von vornherein schon drin habt und es ist halt immer, wenn animieren und das sind viele Stellen, wo ich sagen muss, dass ihr nicht ausgehen dürft, dass was außerhalb von euch ist, wesentlich mehr weiß. Das ist, schau dich einfach selber an und wie gesagt, mehr auf die Zeichen konzentrieren und das Rechnen mit Werden ist dann wieder höhere Sache, was zwar ganz schön Spaß machen kann. Das hat die Liliane jetzt speziell mit Weinreb angehaucht, weil der viel zählt, was ich so gut wie überhaupt nicht mache. Das funktioniert zwar, aber das ist zurzeit so sekundär. Das ist ungefähr, wie wenn einer hier die Kreisformel nicht ausrechnen kann, aber sich mit Differentialgleichungen beschäftigt. Weißt du, das ist wichtig ist das nochmal, was ich sage, das Bewusstsein. Das ist überall, da müssen wir doch gar keine Wörter aufrechnen. Und wenn wir das nebenher laufen lassen, ist es nur, dass du ein Gefühl kriegst, dass du in eine unendliche Harmonie eingebettet bist. Aber bevor du dieses Bewusst, diese Gewissheit nicht hast, dass immer, weißt du, Jürgen, wenn dich der Zweifel immer wieder anfällt, das ist dieses Rationale, ist das schon. Und der darf, wenn kein Zweifel mehr ist, ist keine Angst mehr. Und du kannst der Einzige, jetzt schau in dich rein und wie gesagt, du kannst die anderen was vormachen, wenn du da in einer Gruppe bist. Du kannst dich selber belügen, aber du kannst mich nicht bescheißen. Und du schaust, wenn du ich bist, dann siehst du dich so, wie du bist und du musst dich nicht besser und schlechter machen. Du weißt einfach, wo du stehst, auf der höheren Ebene. Und das siehst du in Form deiner Angst, in Form deines Zweifels. Und es ist,
Jetzt wird der verborgene Harmonie der Dinge, es kann natürlich nur jetzt sich auflösen, aber gefühlsmäßig wirst du den Eindruck haben, dass das immer in kleine Etappen du abbauen musst. Das wird immer weniger werden. Die wird es irgendwann mal einfach, das ist bei mir, du weißt, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich will mich nicht mehr erinnern. Das war meine Transformation. Ich will mich nicht mehr erfahren und ich werde keine Sekunde mehr in den Kopf zerbrechen, wie ich an Geld komme, um zu überleben. Das, was mich am Leben hält, ist das, was mich denken lässt. Und da ist natürlich ein Schwur, da sind viele, die dann hier so plappern und du musst dir ganz tief sagen, und wenn ich geprüft komme, wenn du mich unterbrücken schlafen lässt, dann schlafe ich unterbrücken. Und das jetzt nicht nur als Geschwätz. Das ist die Abraham-Geschichte, wo ich sage. Das Verrückte ist, dann wird es nie ausprobiert werden. Sage da gleich, wird immer genug da sein. Und weltliche Sachen interessieren dich eh nicht. Das ist immer mit Wünschen, das wird gleichgültig, wirklich. Kann ich sagen, die ganze Palette, wo ich kenne, es gibt nichts, wirklich nichts. Es ist für mich so belanglos, wenn für haben wollen, egal ob Computer, Autos, ist mir voll, Klamotten, ist mir vollkommen gleichgültig. Gleichgültig. Das ist überhaupt kein Wollen. Frauen sehen, wenn ich jetzt sehe, wenn ich jetzt ihn anschaue oder sie anschaue oder was, ich mache keinen oder dich anschaue, ich mache keinen Unterschied. Da ist nichts mehr dort, da sehe ich entweder Augen, ich sehe ein Leben oder ich sehe kein Leben. Aber das, was wir im Normalen sind, wo ich jetzt natürlich auch was als Mann, ist vollkommen weg. Und das ist Freiheit. Kein haben wollen, kein nicht haben wollen. Das ist auch, wenn ein Arschloch da ist, den kann ich trotzdem anlächeln. Kann er nichts. Wie die Tiere im Zoo. Dieses, wo ich immer sage, das klingt nicht abwehrend, das ist hier dieses, ob ich an Folger denke oder an dieses oder an jenes denke. Das ist Liebe. Ich werde nicht. Wenn einer permanent drüber sprechen muss, wie toll er ist, und keiner hat ja begriffen, wie toll er ist, und ihr seid ja alle keine Liebe, und dann kommt wieder dieser Hass, und dann zieht er wieder über Hartz IV her, und immer wieder, ihr wisst ja nicht, was Liebe ist, und jetzt ist dann schon die nächste Gemeine. Es wird natürlich immer so sein, was ihr hineinliest, es wird so sein, wie ihr glaubt, leichter Selbstschutz, dass ja keiner sagt, er ist ja ein Arschloch. Ja, genau. Weil dann der Bau wieder geschrieben hat, dass er Arschloch ist. Ich sage ja, beweist doch selber, warum, wenn er Größe hat, warum hält er nicht einfach im Mund? Ich bin auch dann da ohne Andreas. Ich brauche den Andreas nicht. Ich brauche aber den Udo nicht. Das war wie bei meinem schönen in Röttenbach, wo ich zu meinem Thomas überhaupt nicht böse, da hat er nie einen Streit, weil mit mir kann man nicht streiten, aber ihr wisst ja grob die Geschichte. Das waren die letzten Worte, da habe ich gesagt, Thomas, pass auf, ihr habt so eine unendlich große Chance gekriegt. Das ist immer wieder, was auch ist, und ihr geht nur mit eurem Ego und eurer Unfreundlichkeit anderen Leuten gegenüber, wo ich dir gleich sagte, ist alles schön und gut, bloß mein Leben ist halt, mein Haus ist euer Haus, installiert euch. Und da ist ja hier, in jedem Schuh nochmal Schuh, es ist ja gar keiner, wollte ja gar keiner mehr kommen, weil die Angst hatten vor der. Aber was jetzt, ich schaue mir das nur an, also sowas für unfreundlich kann man überhaupt nicht Leuten gegenüber, und dann wenn, dann scheinheilig, aber im Innersten, weil wenn dich im Innersten das ankotzt, dass du, ich will auch meine Ruhe, ich bin froh, wenn keiner kommt, aber wenn einer da ist, ist er mein Gast, auswärtig, wie auch immer auftaucht. Ich sage, was auftaucht, hat seinen Sinn. Und ich habe jetzt nur dann zu ihm gesagt, du musst eins wissen, du existierst auch ohne den Udo. Das, was du nicht gecheckt hast, wo der Unterschied ist zwischen dem Udo und dem, den du jetzt zuhörst. Das ist, wo ich immer ganz klar, was viele gar nicht auf die Reihe kriegen, dass der IUB, wenn IUB als UB, also als Udo auftauche, ich weise immer wieder darauf hin, dass das einfach nur ein Gedanke von dir ist, der eigentlich nicht wichtig ist. Was wichtig ist, ist die Information, wo ich dir gebe. Aber dann bin ich jetzt zu sagen, jetzt ist das Jein. Ich bin's oder ich bin's doch nicht. Weißt du, was ich meine? Das, was du sprichst, was du jetzt hörst, das bin ich OB. Das, was spricht, was du träumst, die Figur in einem Traum, die dir Geist das jetzt mitteilt, ich spreche jetzt den Andreas an, aber ich spreche den, der hört. Das sind ja wieder nur Perspektiven. Okay? Ja. Dass du den Unterschied musst du immer wieder machen. Und ich war, das ist jetzt das, was du auch findest in der Johannes-Apokalypse, wo sich der Johannes niederkniet und will hier den Meister anbeten und dann sagt der, spinnst du, wir sind doch alle gleich. Da liegt er überhaupt, hast du den Eindruck, dass ich mich irgendwie jetzt da überall überhebe, auch wenn ich bin doch die Arsch, ich muss doch die ganze Zeit reden. Aber du wirst jetzt hier in einer selbst, egal was es ist, wenn wir spazieren gehen, dass ich irgendwie als Mensch meine, ich müsste mich überheben lassen oder bedienen, oder das kannst du total vergessen. Auch wenn wir eine Freude machen, weil das ist ja von ganz anderem Blatt, es geht mal, was von mir ausgeht. Und da ist ja die Gleichheit, ich rede es nicht bloß, ist mir in meiner direkten Sprache, meine Scheiße stinkt genauso wie deine.
Und wenn man da nicht begreift, wo der Unterschied ist, und da habe ich gesagt, pass auf, Thomas, Fakt ist, ich hatte es schon gegeben, bevor du Udo gekannt hast, und ich gebe es auch noch, wenn kein Udo mehr ist. Aber du wirst eins lernen werden. Sag ich weiß, was vor dem Udo war und ich weiß, was nach dem Udo kommt. Und du hast vor Thomas überhaupt keine Ahnung. Und ob es einen nach dem Thomas gibt, musst du dich überraschen lassen. Was ich dir auch immer damit sagen will. Das ist, wenn man so in die Wiege gelegt kriegt und so verschätzt, viele Sachen, wo ich im Hintergrund jetzt gar nicht sagen muss, was nichts mit uns zu tun, ist ein größerer Komplex, dass immer wieder, dass die von ihrer eigenen, von ihrem Ego, von ihren, und was ich sag, du sollst dich ja nicht verändern. Aber wenn du hier auf dem Tablett diese fehlerhaften Stellen in dir kriegst, die eigentlich nur mit Lieblosigkeit oder mit Grenzen ziehen, zu tun haben. Und in meiner direkten Sprache, ich sage immer wieder, auch beim Helmut Dietz, ich kann dir nur die Nase 2 cm über die Scheiße halten, und wenn du dann immer noch nicht merkst, was stinkt, tut es mir nicht einmal leid. Dann hast du offensichtlich keine Wahrnehmungsfähigkeit oder sonst was. Und so ist es also bei vielen. Oder wie ein Computer, wo wir zum einen Betriebssystem haben mit vielen Programmen drauf, die untereinander oft überhaupt nicht austauschbar sind oder kompatibel sind. Angenommen, du hast ein Autorennspiel drauf und du nimmst jetzt was für einen Browser benutzten, Google, Firefox, irgendwas. Firefox, ja. Kommuniziere mal mit Firefox mit einem Rennspiel. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Außer du hast jetzt einen Internetzugang, dann geht es aber auch über. Es ist immer wieder so eine Stelle direkt, entweder ist es kompatibel oder nicht, aber das Betriebssystem, das hat ja beide eingebettet. Das ist wie, du kannst sehen und hören. Aber das Auge, wenn jetzt das eigene Wesen wären, und das Ohr, haben keine Kommunikationsmöglichkeit. Und wie sieht es aus mit der Lunge? Die gehört auch zu dir, zum Atmen, das Herz, das schlägt. Das sind alles Sachen, die ganz eigenständige Bereiche sind, die werden verknüpft von dir, Geist. Symbolisch jetzt auf den Körper bezogen. Und jetzt ist einfach, auch so hart es klingt und so groß es klingt, du musst dir klar machen, ich bin das verbindende Parameter von allem, was ich mir ausdenke, egal was ich mir ausdenke. Neandertaler, Außerirdische, wenn ich denke, Erdkugel, Planeten. Es ist, weil ich es denke, ich bin das einzige verbindende Parameter, in dem sich das alles verbindet, weil ich der bin, der es denkt, und es ist hier und jetzt in mir meine Form. Alles andere ist getrennt und verstreut um mich herum, wenn ich so denke. Und dieses Ich, das war Masi, das bist du. Also leuchtet dir plötzlich ein, dass das mit Sicherheit kein Säugetierkörper ist. Das ist aber auch wieder doch bloß was, was du dir ausdenkst. Und diese abgeschlossen, und dann ist sie übernommen worden vom Fraunhofer-Institut. Also ich mache jetzt ganz grob die Geschichte, dass du nur die Richtung hast. Und da ist er dann in dieser Abteilung gewesen, wo MD30 entwickelt wurden. Die hat es damals ja noch nicht gegeben. Und war dann ganz maßgeblich an dieser Entwicklung von der MB3. Und dann ist er umgespult auf Film, auf MB4 für Filmkompressionen. Wo also die ja zurzeit Riesenschwierigkeit haben, die wollen ja alle gleich digital machen. Und da ist das große Problem, dass für die große Kinoleinwand, du machst, wenn du ein Bild aufpixelst, wie das ist, und jetzt, wenn du das auf der Kinoleinwandgröße aufpixelst, ist eine Riesenvergrößerung, würdest du die Pixel sehen. Das heißt, das muss noch mehr komprimiert werden, da geht es um Riesendatenmengen, das ist dann MP4-Filmformat. Und da ist also hier auf dem Weltmarkt zurzeit führen, immer wieder für Kameras, ist Ari, glaube ich, heißt die Firma, Münchner Firma. Kennt der Privatmann gar nicht, aber ich weiß nicht, wie viele, so ein Großteil der Hollywood-Produktionen, die großen Kameras, das sind alles Aris. Die sind Nummer 1. Also Aris, immer die großen Steven Spielberg-Kameras, die großen Kameras sind die Hollywood-Produktionen. Durch will ich jetzt nicht anhängen, aber die haben 80% oder was Marktanteil gehabt. Für die ganz großen Profikameras, das ist Ari. Da die überhaupt keine Privatgeräte machen oder vorerst nur diese Sektor. Auch Nummer 1 sind schon seit Hollywood-Zeiten, also ganz groß. Und die kommen natürlich nicht weg mit den Japanern jetzt, mit Hitachi und Sony.
mit den Aufnahmen mit digital, weil eben für die großen Kinocinemas Koblenz-Werb, der halt dieser klassische Film eine viel höhere Auflösung hat von den Pixeln der 70mm Film oder was weiß ich, Millimeter, ich stotter schon rum. Und dass die natürlich jetzt auch, dass die nicht erst immer umwandeln wollen, sondern gleich digital produzieren. Und da brauchen die hier, um die Datenmengen zu bewältigen, Kompressionssysteme. Mhm. Und da ist der dann in der Entwicklungsabteilung gewesen und dann ist beim Fraunhofer Institut. Und dann gehen die Audi-Leute zu ihnen hin und dann haben die gesagt, passt auf Leute, ihr könnt jetzt zum Gunder, wir machen, was sollen wir das Fraunhofer Institut mit, das machst du du, entwickelst du. Und die sagen, dann komm zu uns, wir richten ihr eigenes Labor ein, dass er direkt bei Audi arbeitet und du kriegst Mitarbeiter, so viel du haben willst. Und ja, ist natürlich, er war hier natürlich beim Fraunhofer Institut schon gut beamtet da und es hat ihn total gereizt und sagte, das ist mit dem Geld, ist wie bei meiner Brandmeier in Wien, der hat einmal meine Leidenschaft ist Tonstudio-Technik, sagte, ich habe mich dann an die Medizintechnik vertauft für Geld. Der hat einen CD-Player mitentwickelt, auch ein Freund von mir, der war zuerst bei Philips, dann in England. Siemens und dann Österreicher in Wien und der hat hier Tonstudio gemacht, Tonstudio-Technik und dann ist Siemens an ihn herangetreten, weil die haben einen Brauch für die medizinische Geräteabteilung und dann ist er hier in Wien praktisch in Österreich Chef von für die Medizingeräte, Großklinikum Wien und da sagt er, ich bin eigentlich Tonstudio-Techniker, die Tonstudio-Übertragungswagen, aber die haben mich wirklich gekauft, da bin ich schwach von, weil so viel Geld geboten haben, dass er den Chef übernimmt. Und beim Gunder, den hat er das gereizt. Und ich will euch jetzt nicht ahnen, ich glaube, Audi hat ihm was eingerichtet, ich weiß nicht, das sind Mitte 17 Mitarbeiter oder was machen. Und er ist der Chef von der Firma, ganz eigenständig der Chef von dem Ding. Und sagt, er ist halt jetzt drauf eingegangen. Und jetzt ist er bei Audi. Aber ich habe schon länger, ich höre von denen ganz wenig. Muss jeder sein Leben leben, das ist immer wieder das Gleiche. Aber da, wo er war, in Almener die letzten paar Mal mit, und habe ich auch nur immer in Almener, der hat sich nur immer gerührt. Weil im Kleinen schon, wo immer mal so alle 5-6 Jahren, ich sage, Grunde immer dasselbe, du tauchst eh immer wieder auf. Das ist, was auf dem Film ist, dein Film ist abgedreht, das hat nichts mit Nuda zu tun. Das ist eh, und wenn du immer wieder auftauchst, das ist, du wirst dann hier private Probleme mit der Frau, ist ja ganz ein netter. Ja, der damals aber schon gehabt, als wir uns. Ja, das kannst du dich noch erinnern. Das ist immer wieder, ich weiß nicht, da in der Richtung. So habe ich ihn überhaupt kennengelernt. Ich weiß nicht mehr. Wie du, was das, wenn du da im Lammel unter, weil ich sehe dann ganz selten, ich kann euch nur was im Runterfahren, was ich den letzten Stand, was das in das Audi angeboten hat und da wusste er nicht, weil ihm der sichere Arbeitsplatz und dass er da jetzt im neuesten Stand, dass er dort zugesagt hat, dass er dort zu dem gegangen ist. Mehr, ich sehe den so selten. Boah, ich bin froh, wenn sich keiner rührt. Das sage ich. Kann ich mir vorstellen. Weiß nicht, dass ich was ablehne. Nein, weil ihr wisst immer wieder, was, wenn ich jetzt. Ich freue mich jetzt, wenn ich jetzt komme, muss ich sagen. Das ist, obwohl es extrem anstrengend ist. Und das war jetzt bei mir. Die Woche war halt, habe ich 2 Wochen gehabt. Und jetzt die, wo ich Ruhe gehabt hätte, war ich relativ down. Und dann sind nochmal welche auftaucht und klingelt. Und dann will man auch, die waren so begeistert. Normal, wenn jetzt so, wenn unsympathisch gewesen wären. Wobei ich jetzt immer wieder sage, ich wähle in der Richtung nicht, aber die hat mich so angestrahlt, die eine, die war so hin und weg, dass sie hier, naja, was soll's. Dann kommen wir. Und das ist immer nur nicht jetzt rein, wo man merkt vom Verstehen, die Dankbarkeit, dass ich sage, den Kick kriegst du, wenn du es zu leben anfängst und du merkst, es funktioniert. Funktionieren insoweit, das sind kleine Etappen, deine Sichtweisen sich verändern, dass du dich selbst beobachtest und merkst, dass du über Sachen, wo du vor einem Jahr oder 2 Jahren noch panische Angst gekriegt hast, wo ich dann manche meinen, die sind stabil und die sagen auf der Kleinigkeit, dann fällt mich so eine Angst an. Kennen wir so Überleben, wie aus dem Nichts, so Überlebensangst. Man rechnet sich so in der Zukunft rein, in der Scheiße rein und man versaut sich dann so massiv das Jetzt und du kannst es nur beobachten. Und wichtig ist, was die Medizin ist, ist wirklich, dass du über den Dingen stehst und das beobachtest. Das sind immer die 2 Seiten, das ist die Interpretation der Bilder, die du siehst. Und ich kann immer nur sagen, du bist Geist, du bist die 200 Gramm rote Gnede und die ist immer heil. Wenn du Bewusstsein bist, bist du heil. Und du schaust dir einen Film an und der ist zerbrochen. Ob es ein schöner Film ist oder hässlicher, das ist ja wieder Wertung. Das gibt es auf der Ebene nicht. Und ich kann jetzt sagen, wenn jetzt ein Kranker da ist, der Geist, der ich bin, was ich sehe, ist meine momentane Form. Natürlich wieder nur eine Wellenhefte, wo viel Krankheit ist, ist viel Gesundheit. Wo keine Krankheit ist, ist auch keine Gesundheit. Das ist immer Kegel. Kreis und Dreieck waren gleichzeitig groß und gleichzeitig klein. Und
Du kannst das, was du bist, den Geist selber, den kannst du, weil es immer 200 Gramm rote Gene sind. Der wird nicht heil, egal welche Form du annimmst, ob du jetzt die Form von Pfefferminztee oder von Aspirin oder Penicillin annimmst. Es ändert ja nichts an dir Geist. Und genauso wenig kann, egal welche Form du annimmst, von einem Skelett, von einer Leiche, von einer Flasche, kann dich das nicht zerstören. Von einem großen Sandhaufen, es bleibt immer die 200 Gramm rote Gene, die diesen, du bist immer dasselbe Bewusstsein, egal was du anschaust. Das Thema von ich bin krank und ich bin, das ist schon Vergessenheit und du fängst schon an mit irgendeinem Objekt, das du dir ausdenkst, dich zu verwechseln. Macht Sinn, ne? Und das Eigenartige immer und immer wieder, das ist das, was du beschwören kannst, ohne an meiner zu schwören. Das geht hier nicht um Spinnereien, das sind Fakten. Und alles, was du als Materialist glaubst, ist blinder Glaube, der wirklich nur auf blinden Glauben, auf handgespinnten, auf logischen Konstrukt basiert. Darum sage ich immer wieder, du musst irgendwann einmal begreifen, dass nur weil dir was hundertprozentig logisch erscheint, es nichts zu tun hat mit Wirklichkeit. Ich bin auf einer Kugel und es ist doch bewiesen und ich wurde von meiner Mutter geboren. Es ist absolut alles nur logische Konstrukte, die du in keinster Weise im klassischen Sinne jemals mit eigenen Augen gesehen hast. Jetzt können wir das sagen, in der Vergangenheit hast du eh nichts gesehen. Darum sage ich immer wieder, glaube das, was du beschwören kannst, das heißt, was du hier und jetzt überprüfen kannst, und dann mache ich für einen normalen Menschen solche, und das, was du glaubst, einmal selbst erlebt zu haben, das glaub mit Einschränkung. Das meine ich deshalb, weil du in der Vergangenheit ja nie was erlebt hast. Aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich kann mich jetzt daran erinnern, dass du mich abgeholt hast und mir runtergehen und hier meine Nachbarin oben noch runterkommt mit dem Mülleimer. Da wäre ich jetzt so locker, dass ich sage, das kannst beschwören, weil das habe ich ja mit eigenen, jetzt ist natürlich, ich habe nie was in der Vergangenheit gesehen, sondern jetzt. Darum sagen wir, lassen wir das mit Einschränkung stehen. Aber alles, was du nur vom Hirn sagen kannst, da kannst du nur beschwören, dass du das da und da gelesen hast, solltest du das noch wissen, und dass der und der dir das erzählt hat, solltest du dich noch erinnern. Das kannst du beschwören. Aber ob das stimmt, das ist so, mir fällt so spontan dieser Jan von Helsing ein, Kind in seinem Buch, alles, was ich hier behaupte, kann jeder ganz leicht überprüfen. Und da gibt er hier fast 20 Seiten an Internetadressen und Buchseiten an, wo er das raufgeschrieben hat. Jeder kann das überprüfen, was ich hier alles behaupte. Du kannst überprüfen, dass das da, wo er dir die Quellen angibt, dass er das da abgeschrieben hat, dass das da drin steht. Aber was ist das für ein Beweis? Wenn der dir irgendwas erzählt, hier angeblich Jahrgang 1964, er erzählt er irgendwas von Bücherverbrennungen in den 50er Jahren, dass die stattgefunden haben, wie will der das überprüfen? Und da wirst du merken, da wird es dann sehr vage. Was der Einstein sagt, es ist nur angelesen. Und jetzt wichtig, alles hat einen Sinn, einen symbolischen Sinn. Und das darfst du nicht mit einer raumzeitlichen Interpretation verwechseln. Das ist einmal der erste Trick. Und darum ist es auch was ganz was Eigenes. Das Richtigstellen der Welt ist das einmal das Richtige und das Vervollkommnen des eigenen Glaubenssystems. Und da geht es dir überhaupt nicht mehr darum, Welt oder Gemeinschaft zu verbessern. Weil da, und das loszulassen, dass du mal begreifst, dass die das eh nicht begreifen. Nimm die Metapher mit dem Traum. Was nützt dir das, wenn du deine Figuren mit aller Gewalt von irgendwas, die du träumst, von was Überzeugendes, macht dich das wacher? Im Gegenteil, du identifizierst dich immer mehr und betrachtest deine Traumfiguren als Realität. Und dann musst du in einen Zwischenpunkt gehen, wieso machst du das dann, kann man jetzt dann wieder sagen, was mache ich eigentlich? Ich erkläre dir Geist, was du Geist bist. Wie oft soll ich dir noch sagen, dass mich Personen nicht interessieren, die überlebt sowieso nicht. Das, was überlebt, ist der Geist. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Das ist immer wieder, das holt dich dann immer wieder ein, wo du das merkst. Und das ist das Schöne, wo ich dann auch wieder sage, du musst dir keine Gedanken machen, du kannst nichts verkehrt machen, der Film ist eh abgedreht. Also spiel jetzt einfach mal die perspektivische Rolle, die du zu spielen hast, weiter. Und die Veränderung ist einfach, dass du dich beobachtest. Was mir dem Jan von Helsinger auffällt, der macht die kleine Spiel, diese nasseren Haare an. Der versucht irgendwelche Leute davon, von irgendwas zu überzeugen, wo jedermann sind ja die ganzen. Und immer es schwingt immer wieder die ganzen Theorien, egal was du magst. Das Erste, was du merkst, ich sag, du kannst mit weltlichen nichts mehr anfangen, selbst wenn es jetzt gut sind, lass dir das neuen Update. Ich bringe einige Sachen an christlichen Schriften, an Videos, an Vorträgen oder an so kleinen Einspielern buddhistisch angehaucht, dass du immer wieder merkst, dass unterschwellig immer Feindbilder bekämpfen. Es ist alles, was hier mitschwingt. Selbst wenn im Buddhistischen gesagt wird, und glaube das nicht, das ist in Ordnung.
Aber wenn ich dann sage, das ist Illusion, das existiert nicht. Weißt du, das ist ja unendlich krank im Buddhismus. Ich sehe eine Flasche und ich sage, die ist jetzt überhaupt nicht da. Die gibt es ja nicht. Wie kann ich behaupten, dass etwas, was ich sehe, nicht da ist? Ich kann dann zehnmal sagen, das ist Maya. Darum sage ich, ein Materialist, Andreas, ist doof. Weißt du, wieso ein steht übrigens im ersten Selbstgespräch. Weißt du, wieso, dass ein Materialist doof ist? Weil ein Materialist an Sachen glaubt, die er nicht sieht. Gut, wenn du jetzt an der Erdkugel denkst, dann ist die als Gedanke da. Aber du glaubst ja auch im tiefsten Innern, dass die da ist, wenn du sie nicht siehst. Und du wirst feststellen, es gibt keine Möglichkeit, es zu überprüfen. Nicht einmal, wenn du wolltest, dass es so ist. Also ein Materialist glaubt felsenfest an etwas, was er nicht sieht. Du glaubst, dass dein Körper existiert, jetzt dieser Andreas-Körper, auch wenn du nicht an ihn denkst. Wobei das etwas ist, was eindeutig nicht existiert, wenn du nicht dran denkst. Dessen kannst du dir bewusst werden. Was noch zehnmal blöder ist, ist ein Buddhist. Jetzt ein Idealist im klassischen Sinn. Weil was der macht, der sieht etwas und behauptet, es ist nicht da. Es ist dumm, an was zu glauben, was ich nicht sehe. Aber was sehen und sagen, das ist nicht da. Weißt du, das ist gut, ich kann es umformen, das ist Maya, das gefällt mir dann schon besser, aber du wirst in vielen Dingen sagen, es ist Illusion, negier es, das ist alles bloß, es ist bedingungslos, heißt es dann hier. Und ich sage, das ist es eben nicht. Bedeutungslos, Entschuldigung, es ist bedeutungslos in dem einen Video. Und ich sage, das ist es nicht. Jedes Bild, das in dir auftaucht, ist deine Form. Es ist so real wie ein Traum und du weißt nicht, dass du träumst. Und ein Traum, den du träumst, wenn du nicht weißt, dass du träumst, ist das, was ein Materialist Realität nennt. Aber zu behaupten, es ist bedeutungslos, ich sage dir das Gegenteil. Alles, was da ist, hat eine ganz tiefe Bedeutung, die dich interessieren sollte. Und diese Illusion, die Maya, die in dir sich abspielt, das ist deine Unterhaltung, das ist dein Leben, das du Leben empfinden kannst, sonst wärst du nämlich nichts als Geist. Das Einzige, was das Spaßige macht, ist, dass wenn ich weiß, dass ich das Einzige bin, was überbleibt und mir kann nichts passieren. Ich darf 24 Stunden am Tag Kino schauen. Stimmt oder stimmt? Jetzt muss ich bloß mein Wertesystem so hinrennen, dass mir der Film fertig läuft. Ja. Hoffe, jetzt farbe ich rein. Ja. Du hast These, die absolute Beziehung, diese These an die These. Und die vierte Oktave, 4 ist Öffnung, beginnt mit der 400. Drum ist die 400 in der vierten Oktave der erste Ton. Erinnere dich, 1 bis 7. 7, 8 ist die neue 1. 8 ist wieder 8, ist 1, aber jetzt ein Individuum, eine 1, in der unheimlich viel drin ist. Okay? Eine 1, in der sich ja Vielheit befindet, aber immer noch 1. Dann geht es weiter, 8 ist die neue 1, dann geht es runter bis 50. Diese 50 ist ja ganz abstrakt, nicht zu verwechseln mit einer blauen Existenz. Und diese 50... Abschluss der zweiten Oktave, erster Ton in der dritten Oktave ist 60. Du hast es vor Augen? 60 ist jetzt die 6, was ja hier im blauen Bereich aufgespannt ist. 60 ist die Raumzeit, ist noch eine komplexere Vielheit. Verstehst du? Also das konditiviert sich, dann geht es runter bis zu deinem Shin und das macht jetzt deine Erscheinungen auf die 400. Und jetzt kommen die 500. Und 500, da wird es interessant, die 500 ist ja eigentlich jetzt... In der zweiten entspricht ja die 500 als Zahl. Zuerst einmal das Kaff. Als Kaff ist die 500 die Zahl. Kaff, das Endkaff heißt dein. Okay, das ist deine. Am Anfang ist das Kaff ist ja wie und am Ende, wenn steht, ist dein. Und ich sage immer, merkt ihr einfach gegenüber oder im Gesenius heißt es, dass das Kaff weist immer auf eine Parallele, auf ein Gegenüber hin. Das ist alles ist wie. Und es ist dein, weil du denkst dir es aus. Und darum ist das die 2. Wenn wir die Ebene machen, 1, 2 ist der zweite Ton. In der Öffnung ist das erste Mal, dass du das Kaff, die 500, jetzt die Wahrnehmung auf der 100er Ebene. Wenn ich das als 500 lesen, wenn ich es als 100er lesen, du, verstehst du? Du musst immer, und dann kommt als nächstes, kommt dann das Mem. Das ist dann die 3. Und das Endmem, das Quadratfläche, ist jetzt der dritte Ton. Und das ist Geist, das Endmem. Den kannst du jetzt rot oder blau machen. Und dann kommt also hier das Nun,
das hier, ihr müsst mal in der Tabelle sehen, das, ich zeige euch das eh, weil das hat alles einen Sinn und das Einzige, was es geht, du musst es nicht merken, sondern was ich gestern gesagt habe, du musst deinen Geist trainieren, dass er beweglich wird. Und wenn du das Prinzip begriffen hast, dann kannst du alles verknüpfen und wenn du das automatisch machst, wenn das in einem Auto mal ist nichts mehr drin, was du sagst, das stimmt nicht oder das passt nicht. Darum geht's. Der bewegliche Geist, erinnere dich, du schaust dir zurzeit einen Film an und die Kunst besteht darin, dass du den Film, den du jetzt anschaust, von einem langweiligen, von einem Scheißfilm, je nachdem, wie, was für ein Film einer hat, zu einem hervorragenden, hochinteressanten Film machst und zwar so, dass du an dem Film selber nichts veränderst, weil du kannst an der DVD nichts verändern. Aber das Wesentliche ist ja, wenn du einen Film nicht schaust, ist ja wurscht, was läuft, es ist nur interessiert es mich, macht Spaß, unterhält es mich. Und das kannst du nur, wenn du dein Wertesystem veränderst. Und da hast du die Freiheit dazu. Du hast nicht einmal die Freiheit, dass du dir dein Denken raussuchst und das, die Medizin dazu, um das zu kriegen, ist kindliche Neugier. Drum ist, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Und was wer verloren hat, einer, der sich hinstellt und sagt, so ein Blödsinn, und ihr habt nicht recht, und ich weiß, diese arroganten Rechthaber schnüren sich selber die Kehle zu, da trenne ich die Spreu vom Weizen. Das ist das Prinzip. Und das ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ein demütiger Mensch kommt immer weiter. Okay, Frau Nummer 16. 16 ist ganz einfach, eine göttliche Verbindung. Eine göttliche Verbindung kannst du lesen. Kleine Gott spannt was auf, weil die 6 kann ja immer wieder zwei Seiten. Meine ich das als Verbindung oder meine ich es als Aufspannung? Bitte? Ja, und das soll ich lasse halt mal. Jetzt, wenn du 1 und die 6 zusammensetzt, dann kriegst du 7 und 7 ist die Vielleitung. Und du hast ja feststellen, dass jede göttliche, jetzt lest es in 1, jede göttliche Verbindung, die du aufspannst, hat eine zweistellige Vielheit. Darum ist das beides zusammen in der 7. Ja, okay, verstehe. Okay? Und so machst du, arbeitest du dich ganz einfach vor und dann merkst du das, was da alles drinsteckt. Hat das hingekauft mal? Ja, das wollte ich doch jetzt gar nicht den Film nur mit anschauen. Ach, das ist ja nicht mit dem kleinen. Nee. Nein. Bruder, da fällt es auch mal, da fällt zu wenig Band dran. Du meinst diese Einheit, Einfeldtheorie? Ja, die Dinge habe ich. Nein, pass auf, zuerst einmal hat es hinkaut, mit die Dinge können wir jetzt einmal runter machen und jetzt das Update für heute Morgen, wo du das schon angeschaut hast. Kannst du das nochmal aufmachen? Ja, klar, Leute, das ist eine andere Kiste. Was gibt der Herr an Tempo? Ich weiß nicht genau. UMTS. Ich sehe, habt ihr die Filmchen auf laufen lassen? Oder bloß nur den? Angeguckt, anfangen. Wir kriegen aber gar keinen Strom. Ich hatte ganz, das hängt mal vor dem Feld, weil ich hier nicht auf Wireless LAN bin. Hast du was? Ja, ja, was schon, ich glaube. Oder kommt das da unten raus? Jetzt musst du hier unten mit drauf drücken, da parallel mit drauf, dann kannst du hinten das. Was? Warum geht denn nicht das so? Musst du da hinten mal auf den Balken schieben. Ich hab eine Maus, ist eine Maus, weißt du? Komm mal zum Michael. Lass doch, lass dich mal schon so denken. Nee, Mann, das ist das schon. Nee, du kannst ja auch haben. Lass doch, wir haben. Nicht am Ja, das dauert natürlich. Das ist ja fast wie bei dir. Ja. Das ist ja fast wie bei dir. Jetzt gibt es einen Balken mehr, oder? Hä? Alles in UMTS, das ist jetzt nicht Wireless LAN oder sowas, ne? Na, der geht schnell. Der hat nur zum, das Ding so lange dauert. Das geht einmal frei. Recht schnell läuft es bei mir auch nicht. Okay. Willst du dich hier hinsetzen? Wie kann man das jetzt machen hier, dass du einigermaßen... Da müsst ihr leise sein, weil sonst wird es. Wir müssen das irgendwie da hinschieben, die anderen müssen nicht so rumsitzen. Wenn wir mal irgendwie einen machen, dass wir das da hinstellen. Das hier wobei. Ich habe meine, es wäre auch nicht recht viel größer gewesen. Stellen wir das mal weg hier. Ne? Ihr könnt es eh in Ruhe schauen. Ich wollte bloß einmal ein paar Tipps geben hier, weil ich immer wieder sage, bei jedem Update, wenn ich Leute habe, die sind begeistert und dann, wenn ich dann ein Update mit dann durchgehe, du, weil du ja auf jeden Wort so unheimlich hast, haust du mir so den Vogel raus. Den Desktop kann man zumachen. Du musst nur mit dem Kabel aufpassen, mit der Verlängerung. Dann können wir das machen. Wo ist es besser? Ja.
Das mit dem Film lassen wir dann weg. Ja, das haben wir vorher. Weil das, nein, jetzt den langen, weil das ist bei dem kleinen Fernseher, ist das ein Krampf. Da müssten wir einen Beamer oder was haben, oder das wäre nicht nur dauernd 6 Stunden, aber das ist unabhängig davon, schauen wir trotzdem was schön. Nein. Das wäre natürlich immer wieder, wenn das angeschlossen ist an einem Beamer, könnt ihr ganz anders arbeiten. Klar. Ne? Weil das jetzt sehr, man sieht die Wörter nicht, wenn es so klein ist, aber ich will euch nur mal zeigen. Der erste Gedanke ist der beste. Ich wusste jetzt nur nicht, was wir machen. Ich dachte, es ging nur um irgendwelche Tabellen. Ja, machen habe ich auch, aber das ist dasselbe in grün, wenn ihr mit her schaut. Ja. Also ich will jetzt erst das Video kurz mit euch anschauen. Ja. Und dass ihr das Wesentliche kriegt, immer wieder, wo viele... Was macht er dann? Tun wir mal den eventuell weglegen. Dass ihr das Wesentliche mitkriegt, weil das ist natürlich, man sieht, das rauscht, ihr rauscht drüber. Das ist erst ist die Ungeduld. Ihr müsst euch hier merken, dass ihr langsam lest. Und ihr kommt in einen anderen Zeitbereich. Das heißt, dieser Zeitbereich von der Geschichte her, dass ihr immer das Gefühl habt, ihr habt dieselbe Zeit, das Zeitempfinden. Die Zeit läuft zuerst einmal oberflächlich betrachtet immer gleich. Bei Inceptions merkt man das, dass wenn die in die Stufen runtergehen, immer wenn du in einer Stufe bist, hast du eigentlich dasselbe Zeitgefühl, das du anschaust. Aber wenn du dann ganz im Limbus unten bist, ist es ja extrem gedehnt. Was ich gestern gesagt habe, wenn du dann ganz unten bist, wo du eigentlich extrem langsam bist und du denkst dann in diesem Zeitempfinden nach oben, meinst du, oben steht die Zeit. Jetzt ist natürlich irre, wenn ich doch langsamer bin, wieso steht es oben? Und das ist eigentlich kein Widerspruch in sich selber, sondern das ist das Eigenartige mit der Lichtgeschwindigkeit, dass das, was sich am schnellsten bewegt, überhaupt nicht mehr bewegt. Ganz oben ist die Lichtgeschwindigkeit und ganz unten bist du ganz langsam. Aber das Verrückte ist, das fällt in einem Punkt zusammen. Es ist bloß das Gedehnte, das du hast, wenn du dich reinzoomst, passiert es genau gespiegelt, wenn du Gedanken drüber machst. Und es ist also hier mein Denken, ich mache immer so eine einfache Geschichte für mich, dass ihr euch das vorstellen könnt, wie ich angefangen habe, die Offenbarung zu schreiben. Das ist jetzt eine raumzeitliche Geschichte. Jeder kennt es, der schon mal irgendwie was geschrieben hat, wenn du abends im Bett liegst, morgen bevor du aufstehst und du arbeitest ganz tags an der Schrift, gehen dir Gedanken durch den Kopf. Und da hast du einen schönen Gedanken, wie irgendein Gedicht oder einen schönen Satz, und dann sagst du, Mensch, das schreibe ich auf. Und dann stehe ich auf, dann gehe ich ins Bad und dann ist nur dieses blöde Gefühl, wenn ich am Computer sitze, verdammt, das war ein schöner Gedanke. Ich wusste noch, das ist da und ich konnte machen, was ich will, das ist mir nochmal eingefallen. Und das ist dann mehrere Tage hintereinander immer dasselbe Phänomen gewesen, wobei ich sagen muss, ich schlafe überhaupt nicht. Und das ist jetzt eine raumzeitliche Geschichte, ich versuche euch was zu vermitteln mit einer Metapher. Ich kann natürlich wieder sagen, jetzt rein, das war auch Wirklichkeit. Aber war diese Formulierungen, was ich zu dir gerade gesagt habe, Christa, du kannst mit normalen Menschen fast nicht mehr reden, weil ich kann auf Fragen nicht mehr mit Ja und Nein antworten. Die wollen immer eine Antwort mit Ja, ist es so oder ist es so, das funktioniert nicht mehr. Ist der Henkel rechts oder ist der Henkel links, ist es jetzt hell oder ist es dunkel, bist du jetzt gesund oder krank? Ich kenne diese Zustände der Zerteilung nicht, als Geist. Und jetzt ist es aber da weitergehen, dann denke ich mir, Mensch, mach einen Trick. Ich lege mir einen Zettel ans Bett hin und wenn ich unmittelbar, wenn ich aufstehe, dann mache ich ein Stichwort, weil ich weiß ja, wenn ich einen Witz erzählen will, reicht ja Stichwort, dann fällt ja mir wieder ein, diese Eselsbrücke. Und das war eine ganz, ganz große, ein großer Lernprozess, dass ich also hier so einen Gedanken hatte, so wie man jetzt normal denkt. Und ich stehe, mache die Augen auf, das ist voll kein Unterschied. Und ich will ein Stichwort aufschreiben und dann ist mir genau in der Übergangsphase, genau wo ich im Jetzt war, ist mir bewusst worden, wieso ich das immer vergessen habe. Ich habe es überhaupt nicht vergessen gehabt. Das, was ich gefühlsmäßig in der Art zu denken, was für mich jetzt irgendein schöner Satz war, schöne Formulierung war, dass in dem Moment, wo ich die Augen aufschlage und in der materiellen Welt bin, das ist nur mit den Augen aufschlagen, ich betone bewusstseinsmäßig überhaupt nicht das Gefühl, dass da vorher und nachher sich verändert hätte. Ich mache immer gerne das Beispiel, wenn du ein Fetus, im 9. Monat ein Kind nimmst in der Matrix, das sieht rein der Körper, der sieht in der Matrix die letzten 5 Minuten genauso aus wie die ersten 5 Minuten außerhalb. Da ist kein Unterschied vom Körper. Und jetzt betrachte in der Matrix, wer jetzt die Augen jetzt genau gespiegelt, sind die Augen offen und wenn du rausgehst, sind dann die Augen zu, du bist in einem anderen Denksystem, auf einer höheren Ebene. Darum muss ich jetzt das spiegeln, weil das immer rückwärts läuft. Da geht jetzt das Denken schon los. Wenn ich euch das mit raumzeitlicher Chronologie zähle, dann wächst das Kind in der Matrix und dann wird es geboren und ihr stellt euch diese Reihenfolge vor und ich weise immer wieder darauf hin, dass diese materialistische Kausalität genau gespiegelt ist zur Wirklichkeit. Es ist umgekehrt. Ich erkläre euch das nicht. Was ist im ersten Moment schwer zu verstehen, das ist es aber nicht. Beispiel, wenn ich immer sage, du kannst dich jetzt als Säugling denken,
den erschaffst du jetzt, hier und jetzt. Es gibt nur hier und jetzt. Alles, was überhaupt in dir auftaucht, kann nur hier und jetzt in dir auftauchen. Und du, Geist, nimmst in dem Moment mit deiner Logik die Form eines Säuglings an. Du erschaffst diesen Säugling und du erschaffst deine Eltern, die du dir jetzt ausdenkst. Und solange du noch in dem Wahn lebst, dass du ein Säugetier bist, gehst du davon aus, dass du in der Vergangenheit geboren wurdest von den Eltern, dass die vor dir da waren und dass du dann ein Säugling gewesen bist. Der Säugling kann dich nicht denken. Aber du kannst den Säugling denken. Also wie kannst du glauben, dass du von dem Säugling abstammst? Merkst du, es ist genau gespiegelt. Da beginnt Bewusstsein, aber jetzt komme ich zurück zu dem Schreiben. In dem Moment, wo ich die Augen aufmache, gefühlsmäßig, ich war komplett, dass sich das Zeitgefühl überhaupt nicht verändert hat, aber mit den Öffnen der Augen, wo ich jetzt in der materiellen Welt wieder bin, hatte ich genau in diesem Moment, wusste ich wieso, dass ich mir keine Eselsbrücke aufschreiben kann. Jetzt denk dir mal die 30 Selbstgespräche, also die 30 Offenbarungen. Okay? Wenn du die in- und auswendig kannst und ich frage dich, kennst du die, sagst du ja. Und das ist für mich auf der höheren Ebene ein allereinziger Gedanke. Und ich schlage die Augen auf und jetzt sag mir, was für ein Stichwort du hinschreibst, was du dann auf der unteren Ebene schreiben willst. Darum ist kein Stichwort möglich. Und das hat so lange gedauert, weil es bloß immer weg war. Weil, dass du plötzlich mitkriegst, du kommst in einen anderen Zeitbereich. Und das ist dasselbe hier. Und jetzt braucht die Maus schnell, weil das jetzt gleich reinpasst, bevor wir hier weitermachen mit meinem Schildkrötenbuch. Jetzt zeige ich euch eine raumzeitliche Geschichte. Schwarz! Ja. Wo ist denn das Schildkrötenbuch? Ja, so, wie nach da, nach rechts. Das Schild komme ich hier irgendwo noch durch? Ja. Also eine Schleuse brauche ich. Das ist, ihr seid umgeben, ihr seid umgeben mit unheimlichen Wunder. Aber ihr seht sie bloß nicht, weil ihr so blind seid. Ihr seid so unendlich fokussiert auf Sachen, die total unwesentlich sind. Und das hatte ich immer, wenn ich jetzt sage, das sind Rindviecher oder die Buddhisten, kannst du in der Pfeife rauchen, was ich hier mache. Ich meine das nie beleidigen, das sind ganz einfach nur Worte. Als ich jetzt solche zur Geschichte mit dem Schildkrötenbuch, das packen wir jetzt in eine raumzeitliche Geschichte rein, das ist ein Schildkrötenbuch, ein schönes, kennst du das? Das ist aus Überlingen. Und zwar ist das von Alexander Lauderwasser. Der sagt, ach, vom Lauderwasser. Also die Geschichte ganz kurz, dieses Buch habe ich geschenkt bekommen von meiner Margot und von Peter voriges Jahr zum Geburtstag. Haben sie mich überrascht und sie wusste dann eh nicht und ich wollte mir Freude machen und dann hat sie mir dieses Schildkrötenbuch geschenkt, das Udo-Buch. Und die waren dann da und jetzt mache ich immer den Zeitraum hin. Und ihr wisst ja, ich streiche Bücher recht gern an. Und das sieht jetzt folgendermaßen aus, ich hatte das in meinem Zeitraum, in meiner kleinen Welt.